Heute zeige ich dir einen Weg, wie du dein Solospiel systematisch verbesserst, indem wir mehr Wert auf den Rhythmus legen. Hallo, hier ist Christian Konrad, dein Gitarrenlehrer. Seit Jahren habe ich die britische Zeitschrift Guitarist Magazine abonniert und darin zeigen jeden Monat bekannte Gitarristen ihre Tricks und ihre Licks. Und zwar ist das Ganze einmal immer abgedruckt erhältlich und auch als Klangbeispiele. Und bei den Klangbeispielen ist es eigentlich immer so, dass aus Gründen des Aufwands die Leute alleine spielen, ohne Band und ohne Begleitung, ohne Playalong. Trotzdem ist es meistens so, dass die Leute einen total begeistern und dass man jetzt gar nicht denkt, hier fehlt doch eine Band. Ja, das ist so eine Situation, wo ich regelmäßig dazu komme, Gitarristen mal zuzuhören, die alleine unbegleitet spielen, ohne Band. Und hier wird deutlich, wer das kann und wer es nicht kann. Bei den meisten von uns Gitarristen klingt es nicht so toll, wenn wir alleine spielen, unbegleitet. Und das liegt daran, dass wir gelernt haben, die Verantwortung für den Rhythmus abzugeben. Vielleicht hast du auch einen selbstbewussten Schlagzeuger in der Band, der sagt, für den Rhythmus bin ich zuständig und sonst niemand. Auch ohne dass er das sagt, sind die meisten von uns damit aufgewachsen zu glauben, dass der Schlagzeuger das alles schon richten wird. Aber nein, ich habe es schon öfter gesagt, wir Gitarristen müssen genau wie alle anderen Mitglieder der Band unheimlich gut auf unseren Rhythmus achten, damit das Gesamtresultat gut klingt. Und wenn ein Gitarrist das kann, ja, dann ist er auch in der Lage, alleine zu spielen, wie jetzt eben in meinem Beispiel Gitarrenworkshop in der Zeitschrift, wo man schnell die Beispiele dann auch mal einspielt ohne Begleitung. Das fällt diesen Leuten nicht schwer, weil sie verstanden haben, worum es geht. Du solltest also optimalerweise beim Spielen immer einen Grundschlag spüren und hören, auch wenn er nicht da ist, an dem du alles ausrichtest, was du spielst. Die ganze Rock, Pop, Jazz, Blues, Folkmusik oder Popularmusik nennt man es oft auch zusammengefasst, basiert auf einem durchlaufenden, festen Metrum, auf einem Grundschlag. Und den dürfen wir nicht einfach vergessen, wenn wir jetzt alleine spielen. Gerade wenn wir jetzt improvisieren, solomäßig, ist die Gefahr sehr groß, dass man es einfach vergisst und rhythmisch ins Blaue spielt, ohne Bezug zu einem Grundschlag. Das klingt dann für den halbwegs musikalischen Zuhörer nicht überzeugend. Und da zeige ich dir heute jetzt eine Übung, wie wir das in den Griff kriegen. Um jetzt unsere Rhythmik beim improvisierten Solospiel zu verbessern, nehmen wir uns eine Rhythmusfigur und wechseln diese mit dem Solospiel ab. Denn beim Rhythmusspiel ist es für die meisten von uns nicht das große Problem, aufs Timing zu achten. Ich nehme eine ganz einfache Figur, bestehend aus A-Moll 7 und D-Dur. Ich greife den hier so, auch wenn manche Gitarrenlehrer sagen, das macht man mit drei Fingern. Aber in dem Fall will ich nur, dass die mittleren vier Saiten klingen und dann darf ich den auch so greifen. A-Moll 7 und D-Dur. Bisschen rhythmischer das Ganze. Das ist schon meine Rhythmusfigur und dazwischen lasse ich jetzt erstmal immer einen Takt frei, dass du merkst, wo die Lücke ist dann fürs Solospiel. 3, 4. Okay, und dazwischen spiele ich jetzt jeweils eine kleine Solo-Idee. Mach dich darauf gefasst, dass man jetzt hier vielleicht nicht so tolle Sachen spielt wie sonst, weil man ja den Rhythmus noch unterbringen muss. Also einfach eine kleine Melodie oder ein Lick oder sowas. Ich probiere es mal aus. 1, 2, 3, 4. Das ist die Übung, dass du lernst, deine Improvisationsideen rhythmisch hier einzubauen in diesen einen Takt. Also die ganze Zeit läuft hier eigentlich in meinem Gefühl das 16. Raster durch, ne? Also Runde 2, Runde 3, Runde 4, Runde 5.
Am einfachsten ist es, wenn du natürlich in der Lage bleibst, wo du die Akkorde spielst. Wenn das dann besser läuft, kann man sich auch weiter aus dem Fenster lehnen und beim Solospiel eine andere Lage verwenden. Aber eigentlich geht es darum nicht, es geht hier bei der Übung nur darum, den Rhythmus auch im Solospiel immer zu fühlen. Zum Tonmaterial, was ich jetzt hier spiele, über A-Moll 7 und D7, passt natürlich die A-Moll-Pentatonik, wie du hörst, und A-Dorisch passt auch sehr gut. Das wäre also das hier. Also ich mache es nochmal und versuche mal ein bisschen mehr Dorisch zu spielen. 3, 4. Du hast vielleicht gemerkt, ich habe auch manchmal die 1 verpasst bei der Begleitung. Kein Problem, dann lasse ich die einfach weg und steige entsprechend später ein. Aber wenn du das auf diese Art öfter übst, dann wirst du wirklich rhythmisch sicherer. Und wenn du jetzt sagst, die Begleitung, das ist dir zu kompliziert, dieses, dann könntest du es auch noch viel einfacher machen, dass du einfach eine Power Chord spielst. Denk dir selbst was aus. Jede eintaktige Figur funktioniert. Wenn du jetzt sagst nach dieser Übung, wo nimmt man denn alle Ideen her fürs Solospiel? Was spielt man denn da jetzt überhaupt für Melodien? Ich habe keine Ahnung. Dann solltest du dir mal meinen Pentatonik-Workshop anschauen. Das ist ein umfangreicher Videokurs in 15 Lektionen für Einsteiger und für Fortgeschrittene, wo ich einfach mal zeige, wie Improvisieren funktioniert. Und zwar mit der Lieblingstonleiter und der einfachsten Tonleiter auch, die man dafür nehmen kann, das ist die Pentatonik. Also egal, ob du die Pentatonik schon kennst und nicht so richtig weiter weißt oder ob das völliges Neuland ist für dich, dürfte der Kurs sich lohnen, weil ich auch im Gegensatz zu vielen anderen Videos das Ganze auch mal theoretisch erkläre und wir fangen auch mal an, die Töne zu singen und dass man wirklich umfassend mit dem Material vertraut wird. Schau es dir mal an, den Link findest du in der Beschreibung. Also diese heutige Übung könnte eine Komponente sein in deinem Übeplan, dass du dir immer wieder mal so eine kleine Begleitfigur ausdenkst oder vielleicht hast du schon eine aus dem Song. Am einfachsten ist es, glaube ich, wenn du einen Takt Begleitung hast, also eine Begleitfigur, die über einen Takt ungefähr dauert und dazwischen spielst du einen Takt Solo und dann wieder zurück, immer eintaktig hin und her wechseln, ist erstmal das Einfachste. Und ganz wichtig, nimm dich dabei auf und hör dir das an. Gerade wenn du es ohne Metronom machst, hast du beim Spielen nicht so richtig den Überblick, ob es gut klingt. Hörst dir danach an, ob das überzeugen kann. Du wirst es merken, da bin ich mir sicher. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Dann gib mir doch auch den Daumen nach oben. Danke. Abo nicht vergessen für weitere Videos. Bis zum nächsten Mal.